So, Freunde, wir nähern uns dem Ende der englischen Woche und ich persönlich finde die ja ziemlich super. Ich weiß, für Auswärtsfahrer eine Katastrophe, für Heimfans mitunter auch nicht ganz so einfach machbar, aber objektiv betrachtet. Fußball nahezu nonstop, ein kompletter Spieltag unter Flutlicht, Abwechslung auf dem Rasen durch regenerationsbedingte Wechsel, 9 mögliche Punkte in nur 10 Tagen und diese herrlich zugespitzte Dramatik. Spielt sich das Team in den Rausch oder geht's noch tiefer runter in die Abwärtsspirale? Für mich bisher die Gewinner der englischen Woche, ganz klar der SVW in Wiesbaden und der Karlsruher SC. Beide konnten ihren Aufwärtstrend vom 7. Spieltag bestätigen, haben zuletzt 3-mal in Folge gewonnen. Und dann geht es halt auch in der Tabelle ganz schnell nach oben. 10 Plätze haben beide Mannschaften gut gemacht. So richtig für Furore sorgen aber eher Teams, die man jetzt nicht so unbedingt auf dem Zettel hatte. Also ich zumindest nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der VfL Osnabrück grüßt von der Tabellenspitze, dahinter die Würzburger Kickers und auf Rang 3 die Spielvereinigung Unterhaching. Würzburg hat nach dem Horrorstart in die Saison mit 3 Niederlagen in Folge die Nerven behalten und seitdem nicht mehr verloren. Die Spielvereinigung Unterhaching begeistert mit mutigem Offensivfußball und Osnabrück zeigt eine beeindruckende Defensive. Was meint ihr? Warum stehen diese drei Teams da oben und ist das eher eine Momentaufnahme oder durchaus schon Trend für den Verlauf der Saison? Mit dem 10. Spieltag geht es dann nämlich nicht nur rein in das Ende der englischen Woche, sondern auch in die zweite Hälfte der Hinrunde und da lassen sich tatsächlich dann schon so die ersten Tendenzen ablesen. Die von Eintracht Braunschweig zeigt trotz des ersten Saisonsiegs vor 2 Wochen ganz klar nach unten. Platz 19 in der Tabelle, diese katastrophale Niederlage gegen Kaiserslautern in den Knochen und das Kellerduell gegen den Tabellenletzten aus Meppen vor der Brust. Und im schlimmsten Fall steht die Eintracht nach der englischen Woche mit nur 1 Punkt und mindestens 6 Gegentoren da. Und ich befürchte, spätestens dann stellt sich in Braunschweig auch die Trainerfrage. Klar ist, Punkte sind im Moment noch deutlich aussagekräftiger als Tabellenplätze, denn zwischen Rang 3 und dem ersten Abstiegsplatz liegen nur 7 Zähler. Aber klar ist auch, die Saison, die hat jetzt so richtig Fahrt aufgenommen. Oder was meint ihr?